herzlich willkommen bei der Autogesellschaft. Mein Name ist Enrico. Hinter der Kamera ist heute der Paul, weil der Julian hat frei und der Paul ist eingesprungen, damit wir heute noch dieses Video machen können mit dem lieben Ronny. Und wir sind heute beim Ronny. Der Ronny hat nämlich bei uns ein Auto schon mal gekauft, ein T3-Bus. Ihr erinnert euch vielleicht, wir blenden jetzt mal ein Bild ein. Genau, das schöne Ding steht da eigentlich hier, ja, ne? Er steht unten in der Halle. Ah, alles klar, gut. Und der Ronny hat uns ein Auto verkauft. Und zwar auch ein Bus, neueren Baujahrs, ein VW-Bus T5. Und dieser Bus, den er hat mir verkauft und ich weiterverkauft an den nächsten, führt uns jetzt hier wieder zusammen. Mhm. Nie das alte Auto, was wir ihm verkauft haben, weil was kaputt ist oder sonst was. Nee, sondern diesmal andersrum. Und der Ronny hat, als ich denen erzählt habe, was passiert ist, und habe ihnen dann quasi den Schriftsatz, könnt ihr euch schon denken, ein Anwalt ist im Spiel, rübergeschickt. Ich sage, was sagst du denn dazu? Also, weißt du was? Da kannst du mich noch daran erinnern, das war am Telefon. Also ich gucke ja deine Videos, ja, und denke manchmal, ist vielleicht alles ein bisschen eintönig, einseitig, kann halt irgendwie, kommt mir manchmal so vor, als wäre das alles so ein bisschen nur deine Sicht. Gibt's ja auch oft genug. Ne? Ist ja so, ne? Ist ja meine Sicht so. Und dann sagte er aber zu mir, aber jetzt verstehe ich alles. Ja, das ist nie normal. Ja? Ja. Und zwar ist Folgendes passiert, Ronny hat mir seinen Bus verkauft, den hast du damals 2014. Glaube ich, als Neuwagen zugelassen. 14, 13, 12. 13, 14, irgend sowas, ne? Als Privatfahrzeug, glaube ich, genutzt. Ne? Genau, ne? Und dann hat er quasi das Ding bei uns abgegeben und den Bus, den T3-Bus mitgenommen. So kam das zustande. Und dann saßen wir zusammen und dann habe ich zum Ronny gesagt, sag, ist was gewesen an der Karre? Unfall, Nachlackierung, irgendwas? Sagt er, nö, war nichts, alles gut. Sag, also kannst du unfallfrei kaufen? Ja, kannst du unfallfrei kaufen, war nichts dran. Ich sage, super. Zack, gemacht das Ding, angekauft, unfallfrei. Mir war es egal gewesen, ob unfallfrei oder nicht. Mhm. Hätte für mich keinen Unterschied gemacht, wäre mir scheißegal gewesen. Dann haben wir das mit der Info quasi weiterverkauft, hat der Kollege das Auto an den Kunden verkauft, den ich auch kenne. Der hat dann wiederum mit mir am Telefon den Preis über den letzten Cent verhandelt, weil der dann auch ein Dachträger wollte und irgendwas anderes noch. Okay. Und da habe ich dann gesagt, na gut, okay, komm, dann machen wir das. Und der Kollege macht dann mit dir einen Kaufvertrag. Und hätte ich gewusst, dass da an dem Ding irgendwas vielleicht noch lackiert ist oder irgendwas anderes wäre, hätte ich natürlich dann nur gesagt, hier, pass auf, Keule, weißt du das schon? Ne? Das wusste ich aber in dem Moment auch nicht. Und ich habe das mit denen aus der Ferne besprochen und dann hat der Kollege den Vertrag mit denen gemacht. Und irgendwie ein paar Monate später, rief dann der Kunde bei uns an und sagte, Kollegen, wir haben hier ein Problem mit dem Auto. Ich war beim Lackierer, wollte was lackieren lassen. Der hat gesagt, ist alles noch lackiert. Und der Kollege, der das quasi in Empfang genommen hat, hat gesagt, na Moment, okay, gut, das klären wir mal. Wir rufen mal den Vorbesitzer an, kann ja nichts Schlimmes gewesen sein. Und dann hat er Mike dich angerufen. Genau. Ne? Und da hast du ihm gesagt, Moment mal, lass dich mal überlegen, muss schon mal nachgucken. Mhm. Ach ja, scheiße, da waren zwei Sachen. Ne? Genau. Eine Sache war, dass dir vorne beim, also nicht dir beim Rangieren, sondern dein Auto hat gestanden. Ich habe gestanden, genau. Und so ein Paketdienst ist mir rückwärts mit seinem massiven Heckträger. Mit dem Trittbrett. Genau, mit diesem massiven Trittbrett, was die haben. Unter die Stoßstange vom Prinzip her vorne, dass der untere Teil der Stoßstange, ich sage jetzt mal so 5 bis 10 cm, ein bisschen reingedrückt worden und gesplittert war. Und dann hast du das, den Unterteil tauschen lassen sozusagen? Ja, die originale Stoßstange ist geblieben. Wir haben stattdessen eine Frontlippe dran gebaut, genau. Weil das kostentechnisch sogar noch günstig war, hat optisch ein bisschen was gebracht. Und dann haben die Stoßstange, die gewesen ist, in dem unteren Teil mit GFK repariert, die neue Lippe davor gesetzt. Und dann war das optisch besser, preislich auch okay. Und ja, das war der ganze Schaden im Frontbereich. Das war ein Kaskoschaden, ne? 1.400 irgendwas Euro, glaube ich. Brutto schon. Brutto, ne? Also netto 1.200 Euro und sowas, irgendwie, ne? So, genau. Also. So, was auf jetzt ist Folgendes passiert. Das hat uns dann der Ronny mitgeteilt. Und dann rief wohl auch der Vorbesitzer bei dir, der jetzige Besitzer bei dir an und machte so ein bisschen einen auf, ach, kannst du mir das mal schicken, dann ist das ja für mich okay, dann ist für mich alles cool. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich suche das raus. Ich habe das noch irgendwo, ist zwar 2014 gewesen, schon eine ganze Weile her, aber ich schickte das. Und dann hat er das geschickt. Und dann habe ich daraufhin, weil ich das dann mitbekommen habe, dass irgendwas im Busch ist, dass irgendwas komisch gerade wird, dann habe ich gedacht, bevor das hier ganz komisch wird, rufst du den mal lieber an und redst mal mit ihm und fragst mal, ob man das Problem nicht aus der Welt schaffen kann. Ob er nicht herkommen möge, wir messen nochmal die Lackschichten, gucken uns das nochmal gemeinsam an und finden da auch eine Lösung dafür, vielleicht auch einen Wertausgleich oder sonst was. Und dann hat er mich dann mit dem Wurzeln verlassen, ich melde mich bei dir, sobald ich eine Info habe. Ein Kumpel von mir ist Gutachter, der guckt sich das an. Da habe ich gesagt, du gut, den Weg kannst du theoretisch sparen, du kannst so gerne zu mir kommen, wir gucken uns das gemeinsam an, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann kam das erste Anwaltsschreiben. So, da blenden wir euch das jetzt kurz ein, wir pixeln aber alle Informationen, ne? Bitte nicht böse sein deswegen. Und dann habe ich mit Ronny gesprochen, ich sage, Ronny, was machen wir denn jetzt? Deiner Auffassung nach war das ja kein Unfall für dich, genau, sondern für dich war es einfach schlussendlich ein Schaden, der halt entstanden ist. Genau, und kleiner Schaden, wie gesagt, 1.200 Euro netto. Das ist bei den heutigen Reparaturpreisen oder selbst damals schon, also da kann man sich ungefähr hochrechnen, was das für ein Schaden war, ne? Wie das minimal. Das ist richtig. Und dann eine Sache war noch passiert und daran haben die sich, stoßen die sich jetzt. Dann bist du irgendwie im Winter mal irgendwie, bist du von der Straße abgekommen und hast eine schwarz-weiße Barke mitgenommen. Genau, bisschen weit
am Rand rausgerutscht und so eine schwarz-weiße Barke mitgenommen. Mhm. Und das war auf Höhe Schiebetür. Mhm. Und da siehst du natürlich, da ist eine kleine Beule und auch vielleicht ein Stück Lack abgewesen. Mhm. Und weil ich so eine rumfahren will mit solchen Autos, ja, direkt zum Lacker, habe gesagt, hier ist mir passiert, bring das in Ordnung, dass das Auto wieder. Das war auch Anfang 2014 schon direkt, ne? Genau, das war dann 14, 15 im Winter, glaube ich, gewesen. Ja. Mhm. Ja. Und die Sache ist natürlich die, wo fängt natürlich ein Unfall an, wo hört er auf? Ne? Man sagt ja generell bei einem Unfall mit Fremdeinwirkung durch Dritte oder durch andere. Mhm. Natürlich ist jetzt eine Warnbarke abgeräumt. Ist das ein Unfall? Weiß ich nie. Kann ich nie beurteilen. Aber der andere, der dir ans Auto fährt, könnte man das als Unfall deklarieren? Oder ist das ein Parkschaden? Was ist es nun? Kann man sich natürlich drüber streiten. Das Problem ist einfach nur das. Ich finde es ja gar nicht so schlimm, dass er zu seinem Anwalt geht und sagt, hier, kläre das mal für mich. Das ist ja auch legitim. Da habe ich auch gar kein Problem damit. Komisch wird es nur dann, wenn die versuchen, ihn zu erpressen. Und für mich ist das nichts anderes als, du hast es ja gelesen, du hast es ja da, ist ja eigentlich mehr ein Erpressungsschreiben. Und jetzt kommt der Witz. Dann haben wir darauf geantwortet auch und reagiert mit unserem Anwalt. Und entweder hat es überschnitten oder die haben das ignoriert. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nie beurteilen. Jetzt ist Folgendes passiert, das haben die uns nochmal geschrieben. Mit einer Zahlungsaufforderung. Ich lese es jetzt einfach, das lese ich mal vor, weil es ist nicht so viel. Wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 25.11. Bislang haben wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten. Das stimmt nicht, unser Anwalt hat darauf geantwortet. Daher fordern wir Sie letztmalig außergerichtlich auf, gemäß unseren Schreiben zu regulieren. Hierfür setzen wir Ihnen eine letzte Frist bis zum 3.1. Jetzt wird's lustig. Nach Auskunft des Vorbesitzers hatten Sie zum Zeitpunkt Ihres Ankaufes Kenntnis von dem Schaden am Fahrzeug, sodass Sie unserem Mandanten über den Umfang und die Unfalleigenschaft hätten aufklären müssen. Stattdessen wurde unfallfrei durch Sie im Kaufvertrag vermerkt. Wir würden aus diesem Grund nach fruchtlosem Fristablauf den Gerichtsweg einleiten. Stimmt so nicht. Ihr habt mich gefragt, hat er einen Unfall gehabt? Für mich hat er keinen Unfall gehabt, habe ich geantwortet, unfallfrei. Ja. Weil ich habe gestanden, natürlich, dann ist er mir reingefahren, aber wir haben ja gerade gesprochen über die Höhe des Schadens. Also war der für mich unfallfrei. Stellt euch jetzt mal bitte die Frage, wäre das für euch ein Unfall gewesen? Mhm. Also ne, Stoßstangenunterteil ist getauscht worden. Also weder noch eine Kühlermaske, noch ein Scheinwerfer, noch irgendwas anderes. Noch nicht mal die komplette Stoßstange ist. Die ist nur ja das noch Unterteil. Die, ne? Die ist also zweiteilig, da ist unten so ein Ansatz dran, wie du es halt ganz häufig hast. Ich will es ja nicht kleinreden und nicht schönreden. Natürlich hat der Kunde ein Anrecht darauf, wenn er ein unfallfreies Auto gekauft hat, dann auch ein unfallfreies zu bekommen. Das Problem ist, das kannst du nicht mehr ändern im Zweifel. Ob das jetzt ein Unfall ist oder nicht. Wo fängt es an, wo hört es auf? Wo fängt das jetzt genau an, wo hört das ganz genau auf? Das ist zwar irgendwie auch deklariert mit irgendwie 1500 Euro. Und dann irgendwie diese Fremdeinwirkungsgeschichte. Das eine Ding, wo du zum Beispiel die Barke abgeräumt hast, das ist dann wahrscheinlich kein Unfall, weil ist ja kein Dritter beteiligt gewesen oder kein anderer. Auch keine Polizei da gewesen, das ist einfach nur... Das andere Ding mit dem Kaskoschaden, das kann natürlich dann ein Unfall sein und darüber könnte man sich jetzt streiten. Natürlich ist die Summe, die rückfordern, sind 5000 Euro, habt ihr jetzt wahrscheinlich gesehen, nie wenig. So, aber das ist das eine Thema. Damit ihr mal seht, wie sowas läuft. Ja? Das, natürlich, da müsst ihr mit dem Lackschichtmessgerät nochmal rausgehen, dies, das, Ananas. Natürlich hast du da recht, da müsste man vielleicht nochmal mit dem Lackschichtmessgerät drumherum gehen und so weiter und so fort, weil man muss ja auch mal davon ausgehen, es kann auch mal was entfallen. Mhm. Wenn du dann zum Beispiel, der Kunde sagt, nee, ist unfallfrei, ich habe kein Problem mit dem Auto gehabt, es ist nicht passiert. Und dann sagst du, nee, Moment mal, das glaubst du jetzt aber nicht, ich gehe jetzt nochmal mit dem Lackschichtmessgerät nochmal raus, tust du auch den Kunden so ein bisschen unglaubwürdig aussehen lassen. Ja, aber da muss jeder leben können damit, das ist ja völlig normal. Ist ja völlig normal. Ja. So. Schlussendlich würde ich sagen, haben wir wahrscheinlich dort an der Stelle versäumt, das nachzumessen, im Zweifel. Ne? Ich habe mich halt letzten Endes auf die Aussage berufen, wir haben das Ding unfallfrei gekauft und fertig. So. Und jetzt ist uns das auf die Füße gefallen. Jetzt, pass auf, und jetzt kommt das Interessante, es bringt ja auch immer was Gutes mit sich. Weil dann rieche ich ihn nämlich an, so, Ronny, wie scheiße das war denn jetzt? Und ich habe das auch gerade mit meinem Auto und da verkaufe ich eins und will auch eins kaufen und ich habe so einen alten Range Rover und ne? So alt ist der auch wieder. Okay. Ich sage, was hast du denn da für einen? Ja, so einen großen Range als V8. Ich sage, super, den verkaufst du jetzt? Ja. Deswegen stellen wir jetzt nämlich hier. Da steht die Rakete. Können wir mal gucken, oder? Klar. Hast du aber auch schön. Wenn man ein bisschen Land Rover das hat, da hast du es ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen geschädigt in der Hinsicht. Ist schon geschädigt. Der fünfte oder sechste, ich weiß es jetzt nicht, müsste ich durchzählen. Okay, krass, der Defender ist natürlich auch fett, ne? Ja, das ist ja. Ist das dein Spielzeug so? Der Jagdwagen. Den zeigen? Der Jagdwagen. Du fährst zur Jagd. Cool. Und der Alter, muss ja artgerecht gehalten werden und deswegen sieht er halt leider Gottes manchmal so aus, wie er aussieht. Aber sieht gut aus. Ich so, muss so ein Ding aussehen. Der muss so aussehen und der muss ein bisschen so aussehen. Dann
Sehr vernünftig, Ronny, sehr passt vernünftig. Das schon, ne? Wie lange hast du den schon? Das ist einer der letzten, die hier ausgeliefert wurden in Deutschland. Den habe ich 2016 im März bekommen. Also die haben ja 2015 haben sie die Produktion eingestellt. Aha. Und das war einer der letzten. Den habe ich dann halt 3 Monate nach Produktionsende bekommen. Dauert ja ein bisschen, bis er von England dann hier ist. Ah, cool. Und das ist so mit das Letzte. War schon cool. Ich habe den vorhergehenden, habe ich einen Totalschaden. Bin ich ein bisschen abgeflogen bei Athlete und da war total breit. Zum Glück hatte ich schon wieder einen bestellt, sonst hätte ich keinen mehr gekriegt dann. Ah, du wolltest schon abgeben, den anderen? Der wollte ich eigentlich in Zahlung geben. Am 29. Februar ist das passiert. Mhm. Und, was haben die damals gekostet, neu? Um die 50, ne? 55 und dann kamen die ganzen Anbauten noch dran. Ja, bis irgendwo bei 70 am Ende mit allen drum und dran. Aber den fährst du nur für die Jagd sozusagen, richtig? Naja, und so ein bisschen zum Spaß haben. Ja. Ja, schon cool. Aber weißt du, was die heute kosten, du? Also, kriegst du das gleiche Geld ja, mindestens genau, nochmal. Das nach ja 6-7 Jahren. Wie war der jetzt runter? 25. Nichts. Eingefahren. Gottes Willen. So, und der Ronny pflegt ja seine Autos auch. Ne? Deswegen sage ich ja, selbst da in dem Moment ist ihm das einfach auch entfallen. Der hat das gar nicht so als böse Willen. Ne? Ich meine, das hätte für uns keinen Unterschied gemacht mit dem Ankauf. Mhm. Das hätte für mich keinen Unterschied gemacht, finde ich auch nicht. Es wäre scheißegal gewesen. Zumal, ich habe das ja dann zwar erst, als wir telefoniert haben, aber mit dir und dem neuen Käufer total ehrlich haben wir das ja kommuniziert. Na? Ich habe also die Gutachten von damals, weil es ja über die Versicherung ging, gab es also ein Gutachten, habe ich euch beiden rübergeschickt, genau. Habe alles immer parallel, dass ihr immer auf dem gleichen Stand seid und immer fair die Sache. Na? Und als ich dann gehört habe, dass der Anwalt da hier irgendwo was mit 5.000 Euro schreibt, da denkst du schon, Mann. Müsste nicht sein. Ne? Ja, müsste nicht sein. Müsste nicht sein. Genau. So, jetzt sind wir hier bei dem Kameraden. Den hast du seit 2000. Müssen wir dann mal die Papiere gucken. Ich glaube 2014 oder so. Und der kommt ja hier auch aus dem Kiez, ne? Der kommt ja hier aus der Ecke, ne? Genau, ne? Ich bin das und den hat quasi vorher einer gehabt, der das Ding als Neuwagen bestellt hat. Genau. Dann hatte der eine Folie drauf, hast du erzählt? Richtig, ne? Genau. Der hat den Kleinwagen Neuwagen folieren lassen. Mhm. Und als ich den dann gekauft habe, war die Folie zerkratzt. Dann haben wir die runtermachen lassen. Und damit hatte ich vom Prinzip her ein Auto mit fast neuem Lack. Sozusagen. Okay, und den hast du jetzt gefahren dann die letzten 30, 40, 50.000 Kilometer? Oder? Dort höchstens. Ne? Ich müssen dann mal in die Papiere gucken. Mit Bahn 70 habe ich den gekauft. Und jetzt hat er runter 110. Also. Pass auf, jetzt das Interessante. Warum stehen wir jetzt hier? Weil ich sage, es sind immer bis 90.000 Kilometer. Das Spannende jetzt für mich ist, der hat noch eine Steuer. Na, das Ding ist quasi inklusive der Mehrwertsteuer. Und das macht es natürlich für das Ausland wieder interessanter. Mhm. Na, so geht das Ding halt sehr wahrscheinlich ohne Steuer ins Ausland. Und warum? Pass auf, jetzt kommt das Besondere. Erstens mal, Paul, ist das eine Autobiografie? Ja, das ist quasi so die höchste Ausstattungslinie. Genau, also richtig. Es gibt den, ich glaube bei Range Rover, beim Großen gab es dann nicht mehr viel drüber, was du noch bestellen kannst. Ich weiß gar nicht, ob es einen Alcantara-Himmel gab, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube aber schon, dass es den gab. Da kann ich nicht genau sagen, weiß ich nicht. Also auf alle Fälle gab es die 3 Ausstattungsvarianten, HSE, war das niedrigste, dann kam Vogue, das ist die mittlere, da fahren auch die meisten und die höchste dann Ausstattung. Autobiografie. Und dann noch so ein paar Sondermodelle, glaube ich, gab es noch. So ja, da gab es noch Westminster und da mussten die mit ja so ganz bunten Leder drin und ja, so. Ja, ganz und das Geile ist, das ist quasi der große Range, es gibt dann auch den Sport, dass der so, der fällt hier so ein bisschen flacher ab. Ne? Also mit einem steileren Winkel und ist ein bisschen kürzer auch. Und hat natürlich nicht ganz so viel Platz, weil das ist wirklich das Dickschiff von Range Rover. Ne? Also größer gab es damals nicht, außer für Sonderumbauten wie die Queen oder sonst sowas. Die aktuellen Modelle gibt es ja auch mit verlängerten Radstand in solchen Käse, mit Einzelsitzanlage und alles. Ne? Die kosten eine 1/4 Million Euro, die Boden. Also bis 300.000 handeln sie die, ne? Mittlerweile. Ne, weil, ne? Genau, das richtig. Bestellfahrzeug, teurer als ne? Wie beim G-Modell. Ansonsten ist das Ding voll, hinten mit TV funktioniert das ganze Gedöns noch. Ja, ja. Ja? Dann hast du hinten Sitzheizung, Klima. Eigentlich ein richtig geiles Auto. Und pass auf, jetzt kommt das Besondere. Und jetzt kommt das, warum wir hier stehen. Das ist halt wirklich das Coole an der ganzen Sache. Tada! V8 Diesel. 313 PS. Ich glaube, ein 6-Gang-Automatik. Nee, ein 8-Gang ist das hier schon, oder? Weißt du es? Also ein Kopf, ne? Zu viele Autos. Der eine 5, der andere 6, der andere 8, der nächste 10. So. Das sind so Sachen. Also der Ronny hat hier auch nie gegeilt, sondern hat das Ding auch regelmäßig gepflegt. Ich denke vom Pflegezustand her, das Ding ist glaube ich 2012. Ne? Er hat jetzt am 28.10.22 die letzte Durchsicht gehabt, also Bremsen nochmal gemacht und so weiter. Das Lustige ist, der Vorbesitzer ist der gleiche wie von dem neuen. Ja, durch Zufall da gewesen, habe das Auto stehen sehen und das Kennzeichen kannte ich ja. Und da hast du gedacht, der ist es. Da habe ich gesagt, ist er hier zum Service? Gibt er den ab? Und da sagt der Verkäufer so, den kenne ich auch ganz gut. Ja, ja, no, der gibt den ab, der will den. Und der kriegt jetzt einen ganz neuen oder was? Hat er sich nicht richtig ausgelassen. Aha, okay, war geheim.
Ja, na gut, wahrscheinlich. Okay. Ja, verstehe. Ja, ist mir ja auch egal. Ansonsten, ne, das ist halt typisch Englisch. Ne? Guck mal, hier liegen irgendwelche, ich weiß nicht was, irgendwelche Relais oder sonst was oder irgendwelche Steuergeräte einfach so frei. Damit der Maler besser rankommt, das macht man mit Absicht so bei in England. Ja, weil die Autos eh in der Garage stehen, da kommt kein Maler ran. Hast recht. Der hat ja nicht draußen zu stehen. War das eine Garagenkarre? Der stand immer da drinnen. Wo jetzt die Fahrtlasse steht, da stand der normalerweise. Ansonsten, normalerweise blühen die auch ganz gerne mal an der Haube offen, solche Sachen. Das ist eine Aluhaube bei den Dingern. Genau. Aber hier ist alles gut. Also nee. Ich sehe jetzt hier nichts. Eins, was ich dir geschickt habe, ist hier. Ja, die eine Seite dort, ne? Das ist die Stelle. Das ist aber schon seit, also, mehreren Jahren. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Das sind jetzt die Winterhumpen, ne? Du hast noch irgendwie genau. 22 Zoll irgendwelche, was waren das, Mansori oder? Nee, Lombardo. 22 irgendwelche Zoll. Riesenräder. Richtig geil, sehen wir dann. Na, die kommen noch mit drauf. Genau. So, ansonsten, vorn lenken, also Hagisch hatten sich jetzt kennt, ihr kennt ja schon das Porträt, ich gucke jetzt hier immer grob durch. Ja. Ne? Gibt es noch irgendwas, was ich wissen muss, außer das mit den Rücklichtern, was du schon erwähnt hattest? Nee, ne? Hier drüben, das eine Rücklicht. Das ist aber auch so ein typisches Problem bei den Dingern. Aber hier. Komisch, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber so ist das von Anfang an, so habe ich den damals schon übernommen, habe gesagt, ja gut, das... Drauf geschissen. Ja, ist ein gebrauchtes Auto, ne? Ja, das ist, ich wüsste gar nicht, ob mich das jetzt stören würde. Das ist auch keine Gewaltanwirkung gewesen. Das ist irgendwie... Obwohl, könnte man doch denken hier oben, oder? Ja, ich weiß es auch nicht. Weißt du, ob der eine Nachlackierung hat? Weißt du nicht. Komm, irgendwann sagst du, ich mach's. Genau, machen wir. Ich hol mal schnell. Also seitdem, ich gucke jetzt auch immer anders. Ja, richtig. So, wir gucken mal. Aber der hat doch schon mal eine neue Batterie gekriegt. Ich kann ja dann die ganzen Rechnungen mal zeigen. Ja. Jetzt weiß ich eben nicht, wie dick die Lackschichten bei den Dingern sein müssen. Ja, doppelt gerade so dick wie bei allen anderen. Doppelt so dick wie bei allen anderen? Ja. Weiß ich nicht genau. Nee, das kann ja sein. Du weißt es wirklich nicht genau. Ich weiß es auch nicht genau. Na? Er ist relativ dick. Hier ist er lackiert. Hier unten. Hier hat man mal was gemacht. Zack. 400 Mühe. Hier ist auf jeden Fall mal beilackiert worden aus irgendeinem Grund. Haben Sie dir was gesagt? Nee. Nee? Nee. Okay. Ich habe das Ding gekauft mit der Folie. Da guckst du ja auch nicht und denkst du nicht. Na? Und die war das schwarz oder was war da für eine Folie? Nee, mattgrau. Matt sah eigentlich richtig geil aus. Wenn sie nicht so zerkratzt gewesen wäre, hätte ich sie auch gelassen. Der Lack schwankt so extrem. Hier haben wir mal 120 auf der Stelle. Ne? Dann gehst du hier rüber, hast du 140, dann hier 153, 159, hier oben 178. Dass die noch mit Hand lackiert haben? Ich glaube ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich auch nicht, das müsste man nur... Bei irgendeinem Range Rover Modell haben sie noch lange Zeit von Hand gearbeitet. Aber ich weiß nicht, ob das das Ding ist oder ob es hier noch der Fall war. Gut, die Engländer machen ja vieles anders wie alle anderen. Ja, ich weiß, das stimmt allerdings. Da kann das schon möglich sein. Weil das Auto war ja neu, nie ganz billig. Ich weiß, was kam denn damals? 120, 140? 127 hatte der Neupreis. Neupreis. Brutto oder netto? Weißt du das? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war brutto. Brutto 127. So ganz extrem ist das ja erst die letzten Jahre jetzt hochgegangen. Ja, ja. Das war ja da 2011 oder wann der ausgeliefert wurde noch. Ja. War auch damals schon verdammt viel Geld. Also hier sind die Lackschichten komplett unterschiedlich, aber auch auf, also immer wieder gleich unterschiedlich, ne? Zwischen 160, dann 170, dann 140, dann mal 120. Also es spricht sehr für eine, keine klassische Roboterlackierung. Mhm. Weil jetzt sind es hier wieder auf der Stelle 120. Was ist denn so normal? Was hast du heutzutage also, so bei den modernen Autos hier? Ja, wo war denn hier? Na, zwischen 80 und 120, 130 vielleicht. Ne? Ja. So was in der Dreh hier. Okay. Haben Sie den unfallfrei verkauft? Der ist neu. Der ist nagelneu. Der ist nagelneu gewesen Anfang des Jahres. Ist das ein 300er oder was? Ein 300er, ne? Du, wir haben es schon gehabt. Kein Scheiß. Auto ist neu verzeugt, nachlackiert. Braucht bloß ein Transportschaden sein oder irgendwas? Transportschaden oder Lackqualität. Beim hier Qualitätstypen da. Dass der gesagt hat, arbeiten wir nochmal nach. Und bei Porsche, weiß ich zum Beispiel aus allererster Hand, hat uns mal ein Kunde verraten, bis zu dreimal geht die Karosserie durchs Bad. Und wenn es dann immer noch nicht passt, fliegt es in den Müll. Aber bis dahin, also das zweite oder das dritte Mal, wenn das dann in Ordnung ist, geht es raus. Das Auto. Aber da hast du ja auch mehr Lack getroffen. Ja, aber richtig. Aber reichlich. Dann hast du mal schnell 300, 400 Mühe drauf. Wenn das überall gleichmäßig ist, ist es ja wieder okay. Aber ja, ne? Deswegen sag ich ja. Aber wir haben das schon gehabt, dass wirklich Ecken lackiert wurden bei Fahrzeugen, die beim Rangieren oder irgendwo beim Logistikpartner beschädigt wurden. Dann haben die es mal schnell mit lackiert. Hat es alles schon gegeben, haben wir alles schon gehabt. So, also auf jeden Fall, eine Sache ist klar, unten links am Kotflügel ist er lackiert. Also da weicht die Lackschicht deutlich ab. Also, wie kaufen wir das Auto jetzt an? Schreibt in die Kommentare. Unfallfrei oder nicht unfallfrei? Natürlich nicht unfallfrei. Ne, weil wir, du weißt ja nichts dazu, oder bei dir war nichts, ne? Ne, bei mir noch nicht. Definitiv nicht. Ne, Lack ist in Ordnung. Garage gestanden, gepflegt.
Nö, ansonsten ist ja nichts. Dass mal irgendwo so ein kleines Ding ist. Ja, geil finde ich hier auch, hier oben den Wischer hier oben drin versteckt, dass diese schöne kleine Heckklappe hier ohne Wischer, das finde ich einfach optisch einfach geil. Normalerweise müsste der eigentlich ganz hier oben drin sitzen, so hier, aber das ist eben im Laufe der Jahre, wird das Zeug eben auch ein bisschen müde. Aber diese Carbon-Geschichte hier so auf den Türgriffen, das hast du gemacht? Schon so, nee, das habe ich schon so gekauft, aber ich weiß nicht, ob das Original war oder ob das die Werkstatt gemacht hat. Nee, das ist keine Ahnung, das ist nicht original. Also, glaube ich auch nicht. Nee, nee. Wenn, dann hättest du komplett andere Kappen. Ja, ne? Ja. Nee, hier, guck mal, siehst du das hier? Guck mal, ja. Hier auch, ne? Siehst du das? Das sind so die kleinen Schnitte dann beim Schneiden mit der Folie. Passiert sowas dann ganz gerne mal. Jetzt machen wir noch eine Probefahrt, testen alle Funktionen, hören hin, ob alles geht. Dann müsstest du eigentlich noch Fehlerspeicher auslesen. Und in der Theorie wird so jedes Auto angekauft. In der Theorie, ne? So. Zack, ne? Sieht aber gut aus. Alles gut. Aber ganz ehrlich, Ronny, fahren ist geil. Geil, ne? Also wie sie da drin sitzen. Der Ding. Platz, die Souveränität, der Motor ist wirklich geil. Komm mal her, Paul. Du musst dich mal reinsetzen. Komm, du musst mal dein Feeling, wenn du dort nur so drin sitzt. Warte mal, wie kann man das so? Setz dich mal rein, Paul. Und warte mal, ich mach mal so mit dem Mikro. Ja. Lass mal wirken. Setz dich mal hin und guck mal über die Haube. Ist schon chefmäßig. Das ist schon richtig Boss, oder? Ja. Und wenn, wenn dir das noch nicht reicht, machst du die Luftfederung noch ein Stück höher, da sieht man noch ein bisschen, da kommt doch nochmal hoch. Ist der mal abgesagt oder irgendwas, bei kalt oder so, oder immer gerade stehen geblieben? Nö. Immer gerade. No, fällt das hoch, ne? Nee, der. Der muss die Tür zu sein. Genau, also, wenn die Tür offen ist, geht's nicht. Die Bremsen beim Range Rover, bei den großen verschleißen immer relativ schnell leider, weil man sagt denen ja auch nach, die sind ein bisschen unterdimensioniert für die Größe und das Gewicht des Fahrzeugs. Wenn du jetzt ein paar Mal von 200 km runter bremst, ist die Bremse krumm. Ist auch kein Rennwagen, ist eher was zum Chosen. Kann beides. Anhängerkupplung hast du ja dran. Ist abnehmbare Anhängerkupplung dran. Was wir nochmal erwähnen müssen, wer jetzt denkt, Gott, Hundeauto, Gottes Willen, tote Wildschweine da drin gelegen. Nein. Der Hund, was hier fährt er da drin? Maximal zweimal in der Hundebox, weil wir den eigentlich mit anderen Autos fahren, um den ein bisschen da rauszuhalten. Muss es sein. Es riecht auch null nach Hund, ich habe kein Tierhaar gesehen. Übrigens, Kofferraum ist bei dem Auto übrigens auch eine Wucht. Der ist nämlich zweigeteilt, wie beim X5. Das haben damals die Briten und die Deutschen, ne? BMW Land Rover, man kennt's, zusammen gemacht. Wie ging das hier hoch? Klappen, glaube, genau, klappen noch. Boah, nee, in der Mitte hoch, nee. Warte. Ach, so rum. So rum. So. Und dann kannst du das zurück, kannst du auch komplett rausnehmen. Kannst hast dann noch das Trennnetz. Aber guck dir das an. Kannst du hier draufsetzen. Ordentlich kannst du draufsetzen. Das hält du. So, gucken hier, wie ging das raus? Einfach ziehen, nach oben ziehen. Fischer? Ah, jetzt. Vollwertiges Reserverad. Ja, so wie es jetzt drauf ist. Das ist es mal. Ne? Was sagt er jetzt? Noch top. Aufhängungsfehler. Hast du schon mal gehabt? Nee. Oh, oh. Genau. Was ist denn ein Aufhängungsfehler? Ja, weiß ich auch nicht. Hat er irgendwo einen Sensor nicht richtig erkannt oder irgendwas? Ist der vielleicht schief? Hier hinten hängt er ein bisschen runter, hä? Hinten rechts. Sieht so aus, als wenn er hier nicht so hoch gepumpt ist wie da. Das ist natürlich jetzt die Frage, hat er das jetzt gemacht, weil die Batterie müde ist? Oder hat er das gemacht, weil er ein Problem hat? Aber offensichtlich, wir fahren jetzt nochmal runter, fahren nochmal hoch. Kannst du das nochmal machen, Ronny? No. Und wir lassen die Tür gleich mal zu, wir lassen die Tür nicht offen. Und das ist halt typisch Engländer, ne? Der macht eben, was er will. Das kann in dem Moment noch gehen, im nächsten Moment geht's nicht mehr. Der zeigt auch jetzt an, nur normale Höhe verfügbar. Also der fährt jetzt auch nicht weiter runter. Siehst du das? Hier, guck Perfekt. Mal. So, wenn ich jetzt wieder hochfahren will. Also jetzt beim Fahren hat er nicht angezeigt, aber alles gut. Wenn nur du mal ausmachst, mal anmachst, das hilft manchmal, mal komplett mal offen zu. Gibst du noch Schlüssel, bitte? Ob er sich vielleicht wieder einkriegt, der Kollege. Ne? Wir warten mal kurz. Der Klassiker, ne? Aber er hängt immer noch schief. Ne? Ai, ai, ai. Scheiße. Perfekt. Du musst natürlich dazu sagen, das Ding habe ich ja nie genommen. Ich weiß, dass es geht, aber das machst du ja nur im Gelände. Und da ich mit dem nie ins Gelände brauchte, weil ich dafür ja andere Autos habe. Ja. Ja, hast du immer auf normalen Modi gefahren, ne? Na klar, auf normal. Jetzt probier's, jetzt drücken wir da mal drauf rum und zack, geht's nicht mehr. Normale Höhe aktiviert, jetzt geht er wieder. Na? So, nochmal eben mal ganz hoch lassen. Aber der knackert hinten. Knackert der? Was sagst du, Paul? Ich glaube, die Bremse, wenn er am P ist. Ja, das, ach so, das kann auch sein, ja. Stehst du auf der Bremse? Genau, gehen wir von der Bremse runter. So, jetzt mache ich ihn nochmal hoch. Geh nochmal hoch. Geländehöhe aktiviert. Und, kommt doch. Kommt. Ja, ich würde sagen, jetzt kommt doch. Ja. Es ist vor uns auch höher. Jetzt hängt er wieder runter.
würde ich sagen. Okay. Vorhin war er schon mal höher, weil ich hätte es geschätzt. Ist der jetzt oben schon? Hm. Er zeigt zumindest einen Standort an. Pass auf, Paul, wir machen mal eine kurze Probefahrt, gucken mal, was passiert, ob er irgendwie meckert. Oder? Bleibst du kurz hier, Ronny? Jetzt kommt das wieder hier. Die Meldung. Abgekühlt, wenn abgekühlt ist. Also irgendwas ist ein zu warm. Irgendein Problem hat er, ne? Mit immer hoch und runter. Mhm. Immer hoch und runter wird es irgendwann warm. Naja, das ist ja nicht rein raus, du. Na. Muss er eigentlich können. So oft haben wir es jetzt nicht übertrieben. Nee, vielleicht zweimal, dreimal. Da scheint er irgendwie ein Problem zu haben, der Kollege. Wir fahren noch mal schnell eine Runde. He? Auch wenn das jetzt vielleicht in Summe vielleicht für den Zuschauer immer um ein bisschen wild aussieht jetzt. Ne? Aber der Ronny ist keiner, der die Leute verarscht. Also dann würde ich mich wirklich in den Menschen täuschen. Und ich sehe das Auto ja selber vom Zustand her, ist das für einen, sag ich mal, 10 Jahre alten Range Rover oder über 10 Jahre, ne? Spricht der eigentlich für sich, oder? Naja. Sagten ihr. Wir probieren das jetzt einfach nochmal aus. Gehen wir mal auf P und dann lassen wir den mal hier, wird er hochgelassen. Ne? So, Geländehöhe aktiviert. Hier sieht man es auch, ne? Jetzt ist er, vor uns war das nie so, ne? Nicht mit so einem Abstand. Nee. Er ist wirklich jetzt hochgegangen, jetzt können wir auf die andere Seite schnell zum Vergleich. Ne? Also hat wahrscheinlich gehangen. So Freunde, also Fahrwerk funktioniert erstmal offensichtlich, zumindest jetzt. Das ist halt für mich Gebrauchtwagenhandel. Mal klappt es einfach nie. Gerade wenn man solche Dinge handelt, braucht man sich nicht wundern, da kann halt mal was passieren. Sollte man auch als Käufer wissen, dass eben sowas jederzeit auftreten kann. Und dann sollte man nicht der sein, der sagt, ich habe gerade so das Geld fürs Auto und dann für die Zulassung und dann ist Feierabend. Vielleicht gerade noch so die Kfz-Steuer, die ja auch nicht unerheblich ist bei 4,4 oder die. Ja, das sind wir immer schnell, reden wir mal schnell über 800, 900 Tacken. Kaufen wir das Ding jetzt trotzdem, was sagt denn ihr? Ja oder nein? Ich meine, heute wieder ein wilder Tag, ne? Wilde Geschichte, wildes Auto und wieder interessante Ereignisse. Was man übrigens immer machen sollte, so wie ich jetzt gerade, mal einen vollen Lenkeinschlag und dann mal fahren und gucken, ob irgendwas komisches Geräusch macht. Entweder die Servopumpe oder irgendwo von den Antriebswellen aus dem Differential. Ne? Da gibt es dann, oder ein Schlagen kommt, auch beim Schleunigen, beim Lastwechsel. Ne? Das ist ja nur ein Allradauto und das ist ja nur alles schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Da kann auch mal sich noch was anderes verabschieden im Zweifel. Ne? Auch mal einen Kickdown fahren, wenn das Ding richtig warm ist. Der Motor oder die Motoren, die großen V8 Diesel, vertragen 0,0, wenn man den bei kalt in die Fresse haut. Also generell jeder Motor, also ich würde keinen empfehlen, das zu probieren, was da passiert im Zweifel. Der Kollege ist jetzt warm, ich schaue den jetzt mal kurz einmal ins Mett, um mal zu wissen, ob er wirklich A, unter Last sauber schaltet oder B, Leistung verliert und irgendeine Lampe wirft. Ich haue jetzt hier immer kurz rein. Funktioniert, ne? Der fährt. Macht Betrieb. Ich lasse ihn mal hoch in der Zwischenzeit. Geländehöhe aktiviert. Also, was ist denn eure Meinung? Was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr das Ding kaufen oder weglassen? Ich nenne mal die Hard Facts. Der ist aus zweiter Hand. Ja, unfallfrei glaube ich jetzt nie, weil links nachlackiert. Also hat eine Nachlackierung auf jeden Fall dran. Die ist aber nicht allzu dick. Er ist Scheckheft gepflegt. Er hat die Mehrwertsteuerausweisbar. Ein enorm wichtiger Fakt. Und Zustand ist sonst echt gut. Na, also hier ist nichts geschunden, geschuppert, zerkloppt, zerrammelt, was ja auch gerne mal der Fall ist, dass dann irgendwie gefühlt die Hälfte schon kaputt ist an dem Auto. Hier ist alles noch im soliden Zustand. Schön ist auch, dass er eine Standheizung hat. Das haben auch nie alle. Ja. Eine Anhängerkupplung abnehmbar ist mit dran. Also ich denke, im Großen und Ganzen lässt eigentlich keine Wünsche offen. Also ein richtig geiles Auto zum Fahren. An der Stelle gehen wir jetzt mal ins finale Gespräch, gucken uns alle Unterlagen noch an. Und dann werden wir weitersehen, ob das jetzt hier klappt oder nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt gemacht hättet. Hättet ihr den gekauft? Und was mich immer interessiert, was hättet ihr im Einkauf dafür ausgegeben? 15.000 oder 30.000? In der Range würde ich mal sagen. Das muss man ein bisschen eingrenzen, weil für einen 10er kriegst du so eine Karre nirgendwo. Außer vielleicht mit einem Totalschaden noch vorhanden oder eben gemaust. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt uns gerne eure Kommentare in die Meinung und abonniert fleißig weiter. Dankeschön. Ciao. I'm gonna be the one to